Hallo wieder mal, liebe Sammelfreunde. Heute mal an Battenburg. Da hinten geht es jetzt in den Wald. Mal da hinten und dann mal schauen, was mich erwartet. Da bin ich bei meinem ersten Ziel angekommen, dem Hammertal. Von hier aus geht es dann weiter Richtung Tongruben, meinem eigentlichen Hauptziel. Insbesondere die Tongrube Süd. Mal schauen, ob es dahinter geht oder in andere Richtung. Was ich jetzt auch nicht wusste, ist, dass Brattenburg, wir sind bald bei den Falde, doch so einige Hügellandschaften hat, so hoch. Immer habe ich mir Brattenburg meistens so als flache Gegend vorgestellt. Ich wurde wieder eines Besseren belehrt. Schön. Ja, was mir so auffällt, bei der Wanderung durch den Hammertal ist auch von der Natur her doch sehr interessant. Hier ist ein sehr schönes Biotop. Riesengroßer Deich. Das Wasser fließt scheinbar direkt aus dem Berg heraus. Aus diesem großen Hügel heraus. Es haben sich unten wird so einiges an Tieren beheimaten. Eines wurde mir auch ganz schnell klar. Auf dem Weg zum Ziel brauche ich auf jeden Fall eine detaillierte Wanderkarte. Oder eine gute Handy-Navigation. Hier muss ich zum Beispiel durch jetzt. Und wie so oft findet man abseits der Mainstream-Mega die besten Kulissen. Hier ist einiges passiert in der Natur. Der Weg wird auch ziemlich selten benutzt, wie es aussieht. Aber sehr schön. Unten haben wir noch einen schönen See. Ja, aber laufen wir weiter. Beim ersten Abstieg in die alte Grube zeigt mir erstmal gar nichts. Allerdings ein Blick hier hoch. Ja, hier sieht man das nicht so ganz. Zeigt, dass ich mir doch so eine Art große Abbruchkante. Ich gehe jetzt mal hoch. Vielleicht sieht man gleich ein bisschen mehr. Da sieht man schon was, oder? Ja, und wie immer, ich gehe gerne durch die Wildnis. Das ist mir mehr gewöhnt. Genau hier wollte ich hin. Mal sehen, was es jetzt zu finden gibt. Wichtig dabei nochmal im Voraus ist ein kleines Biotop. Da sollte man nicht unbedingt große Umgrabungen vornehmen. Und so sieht es jetzt direkt an der Abbruchkante aus. Wie man sieht, ist ja schon einiges runtergekommen. Da ist es bis ganz runter gerollt. Und das Interessante ist, hier haben wir schon ein großes Stückchen. Und was man hier sieht, habe ich vorhin so kurz rausgebrochen, ist eigentlich schon Gips. Wenn man ein bisschen abwischt hier, wo das durchscheinen sieht hier, man sieht es durchscheinen, oder? Ja, genau. Das ist Gips. Auf sowas bin ich aus, nur noch schöneren Formen. Aber als erster Beleg schon mal ganz interessant. Und hier gehen die Funde eigentlich auch schon weiter. Hier sieht man gerade, wie man so ein Stück Gips rausbasteln kann. Leider schon ein bisschen bröselig, diese Stücke. Warum war mal ein schöner Gipsstern? Mal sehen, was davon übrig bleibt. Es ist wirklich ein bisschen schwer, die rauszugewinnen aus diesem Material. Vor allem sicher zu gewinnen. Muss man sehr grob umranden, das Ganze, damit da nichts kaputt geht. Aber da ist schon sowas von trocken, das Ganze hier, sehr schwer zu gewinnen ist.
Gipsbrückchen. Na, sehr, sehr viel. Vielleicht finde ich ja in den Brocken hier noch wesentlich mehr. Wenn es in den Brocken runtergefallen ist, ist es natürlich ganz einfacher, weil das hilft dabei, hier nicht sinnlos rumzugraben. Ah, hier ist da ein schönes Stückchen schon mal. Hier sind noch mehr. Das hier komplett. Die werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich sammle einfach mal ein. Mal schauen, was dann das größte Stück wird. Für den Anfang bin ich auch schon mal ganz erfreut darüber. Eines muss ich allerdings auch schon feststellen, aus diesen doch etwas ausgehärteten Tonstücken ist es extrem schwer, überhaupt einen intakten Kristall rauszugewinnen, weil die doch alle dann schön sapphochhaft sind. Hier habe ich jetzt nochmal zwei Stücken rausgeholt. Das ist aber kein richtiger Stern, nur ein Bruchteil davon. So sieht's aus, wenn die Gipsstücken noch im Stein drin sind. Hier schon sehr defekt. Hier noch intakt, aber ich glaube nicht, dass ich den ganz herausholen kann. Ich werde es trotzdem probieren. Interessant sind auch noch diese Brocken hier. Das sind richtige Eisenschichten, wie so ein eisenummantelter Stein oder von Rostschichten ummantelter Stein. Ich nehme an, das ist was in Richtung Limonit. Das werde ich mir noch mal richtig recherchieren, was das genau ist. Den ersten schönen Gerselfen habe ich dann aber auch schon gemacht. Und der nächste Fund direkt im Dreck. Auch nicht schlecht. Es hört nicht auf. Man muss schon sehr genau hinschauen. Dann erkennt man doch einiges. Sehr schön. Bis jetzt ein wirklich erfolgreicher Tag, wie es aussieht. Ich glaube, hier muss ich echt mal bleiben und die ganze Sache noch ein bisschen untersuchen. Es sind scheinbar auch sehr viele einmal so rausgefallen. Und scheinbar auch lange keiner mehr hier gewesen. Praktisch für mich. Und wie hier, man sieht es eigentlich kaum, verstecken sich diese Kristalle hier drin, auch im Schlick. Ich muss schon sagen, hinschauen, erst jetzt sieht man eigentlich, dass hier was glänzt. Das wird mitgenommen, schön sauber gemacht. Hier wieder das gleiche. Alles sehr im Schlick verbogen, das Ganze. Aber wie es aussieht, doch ein bisschen größer diesmal. Vorsichtig. Na, das ist doch genau das, was ich suchte. Diese typischen Dannenbäumchen. Sieht man jetzt noch nicht so schön. Aber glaub mir, wenn das sauber ist, sieht das klasse aus. Hier haben wir noch was. Vorsichtig alles hier rauslesen. Das geht in eine bisschen andere Richtung, aber macht nichts. Ist auch sehr schick. Hoffe ich zumindest. Ja, auf jeden Fall. Das war schon mal bis jetzt das größte Stück. Vielleicht finde ich hier noch mehr. Ja, noch ein schöner Fund. Diesmal ein fast perfektes kleines Tannenbäumchen. Das hier rauszuholen wird jetzt etwas schwieriger. Aber es könnte sehr lohnen. Es lüftet sich weiter und wird sogar noch ein bisschen größer. Sehr gut. Tja, leider war auch dieser Stern zu instabil. Trotzdem nehme ich mit, die Reste finden. Und dieses größere Reststück, das nehme ich komplett mit und werde das zu Hause auseinandernehmen. Das ist definitiv sicherer. Tja, so, hier stecken aber noch wesentlich mehr in der Wand drin. Daher ist es ein bisschen zu gefährlich, ist auch schon ganz schön zermürbt. Hier ist noch einer. Den könnte ich mal versuchen rauszulösen.
Was würde ich euch geben, diesen Stern komplett rauszubekommen? Aber leider ist er auch schon komplett brüchig. Ich könnte ihn versuchen, als komplettes Paket rauszunehmen und irgendwie zu verkleben, aber ich habe da so meine Zweifel. Tja. So, ich könnte den zwar jetzt komplett bergen irgendwie, als ganzes Stück. Allerdings, wenn ich den sauber machen werde, nehme ich einfach, da ich mir trotzdem zerfallen. Allerdings mit der Möglichkeit, dass ich ihn vielleicht rechtzeitig an den nötigen Stellen sichern kann, verkleben könnte. Oder andersweitig so befestigen kann, dass er nicht auseinanderfällt. So, dann nehme ich jetzt den ganzen Brocken zusammen, den Dreck da dran klebt, dem ganzen nehmen, ist jetzt mein vorübergehendes Sicherheitsbindemittel. Ja, nach so einem guten Fund in so kurzer Zeit würde ich sagen, machen wir uns eine schöne Pause und genießen hier die Aussicht. Jo, und dass diese Wand sehr erfolgreich ist oder sehr erfolgreich sein könnte, zeige ich euch mal noch an zig anderen Beispielen hier in der Wand, die mir allerdings zu gefährlich sind rauszumachen, weil ich dann wirklich, wie man sieht, im Übergang arbeite. Das ist dann ein bisschen zu heiß irgendwann und ich hier auch keinen festen Halt habe. Man sieht auch hier alles sehr lose. Das ist definitiv zu riskant. Kann ich nur jeden davon abraten, sowas zu versuchen. Aber zeigen kann ich es euch trotzdem, was ich entdeckt habe. Hier oben haben wir noch so einen schönen Stern. Dort. Hier hängt einer. Dann hängt dort einer. Hier hängt einer. Da hängt noch was. Hier ist was, den werde ich versuchen rauszuholen. Da ist ein bisschen in Entfernung, da drüben sieht man noch einiges. Und da drüben auch noch ziemlich großen sogar, genau in der Mitte jetzt vom Bild. Überall eigentlich hängen die hier an der Wand drin. Das war doch dann ein recht stabiles Gipsgebilde. Wie schon gesagt, am Ende werden wir die gereinigten Stücke sehen. Denn jetzt ist alles ein bisschen sehr mit Lehm verschmutzt. Ich mache mich nun an meinen letzten Freilegungsversuch. Da verbirgt schon was Größeres dahinter. Ist mein Rucksack dann wahrscheinlich auch komplett voll. Da wiegt schon jetzt ordentlich was. Ich denke, das reicht dann für heute, wenn ich das hier freigelegt habe, weil ich das schaffe. Am oberen Ende der Tongrube finden sich überall noch kleine Einschlüsse im Ton. So Mini-Gipsrosen. Die liegen auch teilweise einfach zum Aufheben auf dem Boden. Sonst sind sie ja so nur ein bisschen im Ton eingeschlossen. Sieht man manchmal gleich sofort, manchmal mit genauerem Hinsehen. Hier zum Beispiel sind die fallen hier mit der Zeit raus. Durch Erosion kann man am Boden teilweise einfach auflesen. Sind allerdings nur meistens so maximal 3 cm groß. So wie hier. Nun mache ich mich auch auf dem Rückweg. Der Rucksack schön voll mit den besten, größten Stücken. Schauen wir mal die Gegend ein bisschen an. Sehr herrlich. Auch hier übrigens so eine schöne Bänderung im Ton zu sehen. Mit scheinbar ziemlich viel Eisen eingelagert wurde. Ja, na dann, bis zur Auswertung wie immer. So sehen jetzt erstmal die ganzen ungereinigten Stücke aus. Einmal auf dem Tisch ausgebreitet. Mal sehen, mit was ich zuerst anfange.
ist da schon so einiges. Hier auch das größte Stück mit. Das ist ein ziemlich großer Stern. Noch ein anderer Sternbruchteil, aber diese Teile habe ich schon gesehen, wie man auch an den Rissen schon sieht, die werde ich präparieren müssen. Das heißt, die Kristalle erstmal versuchen mit richtig guten Kleber zu befestigen, bevor ich die wirklich gründlich reinigen kann, sonst zerfallen die mir sofort. Den zum Beispiel schon mit einem Gummi befestigt, auch den werde ich erstmal kleben müssen. Weil es wäre einfach wirklich zu schade, so ein großes Stück zerfallen zu lassen in zwei Teile. Muss nicht sein. Das sind beispielsweise die Gipskristalle, die ja, sagen wir mal, als Marienglas bekannt sind, nur in anderer Form. Ich schalte die mal gleich mal noch gegen das Licht. Kennt man das noch ein bisschen besser? Und das sind die im Hauptvideo angesprochenen Mini-Gipsrosen. Man sieht schon an der Größe, sind jetzt nicht wahnsinnig groß, aber ein bisschen näher, sind aber meistens sehr gut ausgebildet. Nun also endlich zur Auswertung. Ein schönes Plättchen an der Sonne gesucht. Das sind diese Tannenbaumstrukturen, wie ich sie gefunden habe, was ich nicht vorstellen kann. Das wird vielleicht ein bisschen besser. In dem Licht sieht man auch das richtige Durchscheinen von diesen Tannenbäumchen Strukturen. Ist eigentlich ja, ganz imposant. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack wegen diesem ganzen Gräulichen, was so drumherum ist. Das ist meistens so, wie kann man sagen, mit eingewachsener Ton. Ich finde es ganz interessant. Hier mein weiteres Stück. Diesmal das, was ich ursprünglich für ein Tannenbäumchen gehalten habe, was aber doch ein bisschen größer war, sondern eher ein Kristall. Auch hier sehr viel Ton eingebacken, aber eben nicht sieht man das schön durchscheinen. Dieses Stück hier ist dann schon wesentlich klarer, beziehungsweise mit viel weniger Einschlüssen. Ja, die Reinigung war jetzt auch nicht ganz so einfach gewesen. Ein bisschen ranzoomen. Jetzt sieht es besser. Man sieht schon hier noch einige Einschlüsse drin. Hier ist noch so ein Stück. Bisschen ähnlich. Das sieht man, dass es hier komplett durchleuchtend ist. Mit Aufnahme von den ganzen Einwachsungen. Sie sind wirklich ein bisschen schade, dass es hier eingewachsen ist, weil die Strukturen sind sehr schön, aber leider der Ton trübt das Ganze. Bevor ich zu den großen Stücken komme, jetzt noch ein paar kleinere Stücke, die auch ganz schick sind. Daher so wie über Kreuz verwachsen. Das ist mal so ein stehendes Stück. Ja. Also hier ist noch ein kleineres verwachsenes Kreuz. Andere sehen wieder so aus. Das waren aber meist Stücken, die aus einem großen Stern rausgebrochen sind, so wie die aussehen. Hier haben wir noch das, was auch so ein Tannenbäumchen werden sollte, aber nicht geworden ist oder eben zerbrochen ist vorher. Das ist so eigentlich so das typischste Beispiel für ein Tannenbäumchen. Ich denke mal, hier wird das wirklich deutlich, was ich damit meinte.
klar durchscheinen, bräuchte man eigentlich nur noch ein Licht drunter zu stellen. Da waren auch noch solche Kristalle mit dabei. Meistens sind die aber zerbrochen beim Waschen. Es war wirklich sehr schwer, die zu waschen. Einige muss ich auch deswegen teilweise noch kleben, oder beziehungsweise konnte ich sie noch kleben, gerade so. Das hier war dann auch noch ein schöner Kristall gewesen, beziehungsweise so eine Verwachsung. Man sieht ja auch schon jetzt immer diese Schichten, wie der Gips gewachsen ist. Diese ganz schmalen, dieses Blättrige hier. Und nun kommen wir zum eigentlichen Highlight, für mich zumindest. Vielleicht meine ich nicht ganz so ganz seinen Geschmack. Ich muss auch erst ein bisschen dran gewöhnen, aber ich denke, für die Größe ist es doch ganz imposant. Das waren genau die Standards aus dem Video, die ich dort mühevoll rauspacken konnte. Also aus dem verbackenen Lehm rausoperiert habe, regelrecht. Man musste wirklich Stück für Stück vorarbeiten. Ein Stückchen großes Lehm weg, wieder den Kristall zurück einkleben. Viele Kristalle waren wirklich sehr, sehr locker. Aber im Licht sieht man, das hat sich, denke ich, mir ganz gut gelohnt. Die großen. Auch hier ist da sehr viel noch mit Lehm drin, in den Kristallen. Aber ich denke mal, es hat sich gelohnt. Das ist der eine. Und dann habe ich hier noch einen zweiten. Man sieht schon die recht große Größe. Und diese Kristalle nach nahezu allen Seiten. Was man ja nicht sieht, ist, dass der Kristall eigentlich zerbrochen war in mindestens drei Stücke. Das eine, was auf der anderen Seite ist, war komplett lose davon. Und noch andere Kristall hing auch komplett lose raus. Die können schon erst zu Hause zusammenfügen. Hier ein bisschen runter, sieht man vielleicht noch ein bisschen besser. Das sind wirklich sehr große Strukturen. Scheinen teilweise durch. Aber ja, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Viele sind die Zenit-Kristalle aus den USA oder auch aus Marokko gewöhnt. Das ist mal was ganz anderes. Hat schon fast etwas, naja, aus dem Weltall oder so ähnlich. Sieht mir es durch diese Verschmutzung doch ein bisschen eigenartig aus. Ich habe dafür für fast ein bisschen Begriff gesucht. Vielleicht ist hier passend, dass man bei diesen Steinen das Schöne im Hessischen finden kann oder auch umgedreht. Wieder von der Seite mit Licht, wie es durchscheint. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht noch mal größere finde. Sonst möchte ich mich an dieser Stelle gerne von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme mal an, wohl wieder aus dem Erzgebirge.